Ja Leute, und willkommen zurück zu Marvel's Guardians of the Galaxy. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Und ja, Freunde, weiter geht es. Let's go, auf hier runter. Hundebericht, Energielagerung erfolgt in seltsamen Waffen. Lasst uns den Gruselstrahl vermeiden! Wächter von Galaxien, hier Cosmo. Untersuchung legt nahe, dass Hala Hope ist Schlüssel zu Galaxiegeheimnis. Was ist das für Geräusch? Wir stellen einen umfassenden Hundebericht zusammen. Schlag auf den Bericht! Sag ihm, seine magische Hand hätte uns fast umgebracht! Cosmo hat nicht Verantwortung für Ankunftsbereich von Continuum Cortex. Dreister Waschbär sollte wissen das. Naja, bei allen bisherigen Benutzungen war die Landung sanft und sicher. Es sieht nicht gut aus für Contraxia. Sie töten es, so sieht's aus. Sag Cosmo, was hier passiert. Was ist? Ach, Scheiße. Piotr Queen. Da kommt gerade was, wir rufen zurück. Deine Erfahrung im Kampf gegen Centurions wird benötigt, Frau. Aussperren! Rocket, entsichern und los! Ich lebe gerade unzählige Waffenfantasien aus. Der Novacore war immer sehr humorvoll, was seine Powerrüstung angeht. Drag, Schleuder! Der ist wie eine Fruchtfliege. Ich erwisch ihn einfach nicht. Und tschüss. Sehr ja schön. Lasst euch bestimmte Taktiken angreifbar sein. Bauchschüsse funktionieren meistens ganz gut. Ja, sie sehen ziemlich gruselig aus. Du bist dran, Großer! Zerstört! Hoffentlich haben sie keine Verbindung zum Worldline! Sie sollen alle kommen und von meinen Gefechten kapitulieren! Ich habe mich gefragt, wie es gegen einen Centurion läuft. Mehrere sind noch hier an den Wänden und auf dem Boden. Du bemühst dich dagegen. Könnt ihr uns sagen, was genau mit Contraxia los ist? Frag sie nach den Batterien, wenn du schon dabei bist. Komm runter, lass mich dich erschießen. Er will nicht draufgehen. Nein, die sind hinüber. Reden bringt nichts mehr. Sie kämpfen nicht als Einheit. Das macht es einfach. Teile und zerschlage. Dread, zerstören! Hör auf, rumzuflattern. Lass mich dich endlich wegblasen. Wir müssen eine Notlandung für ihn einleiten. Alter! Halt ihn ein! Der ist wie eine Fruchtfliege! Ich erwisch ihn einfach nicht! Sie werden eine Strategie brauchen, um sie aufzuhalten! Sollen wir uns auf den konzentrieren? Bam! Das wird eine würdige Schlacht. Mehr draufhalten, weniger Unterhalt. Zeit ist um. Okay, ich denke, was immer hier auch vorgeht, wir befinden uns am Ground Zero. Wir müssen Torrell finden, wir brauchen echte Antworten. Hast du eine Ahnung, wo sie ist? Wir sollten in ihrem Büro nachsehen. Ich weiß sogar, wie wir hinkommen. Kennst du einen Weg aus dem Hangar? Ja, Drax hat ihn beim Reinkommen entdeckt. Das Loch, in das Nikki und ich gestürzt sind, als Rakers Shuttle explodiert ist. Wir haben nie darüber gesprochen, warum du ihr hinterhergesprungen bist, Peter. Weil es einfach das Richtige war. Helfe uns, bevor noch mehr Eiferer auftauchen. Das Loch müsste auf der anderen Seite dieser Batterien sein. Wir müssen sie irgendwie zum Stehen bringen. Seht euch mal um.
Okay, ich esse gar nichts mehr. Da kann Rocket rein. Ich werde das in meinem Bericht erwähnen. Rocket, siehst du mal nach, wohin dieser Schacht führt? Ich mache alles, um hier rauszukommen. Wir sollten uns vorbereiten, falls die Bestie versucht, diese Maschine zu zerstören. Hundebericht. Ja, danke. So geht's nicht. Rex, du musst das da rüberziehen. Ich nehme an, du hast einen Plan. Armes, gutes, altes von Traxia. Was kann einem Beschuss durch einen riesigen Vakuumstrahl nicht so schlimm sein? Ich verstehe, was du vorhast, Peter Quill. Wir können mit dem Kran eine Batterie greifen. Klar. Genau das hatte ich geplant. Bist du sicher, dass es in der Nähe der Batterien sicher ist? Nein, wenn die Irren uns erleben, dann die Strahlung. Ah, okay. Genau wie ich dachte. Beeindruckend, Peter Quill. Ich hoffe nur, das löst keine Explosion aus. Wir sollten nicht hierbleiben, um es rauszufinden. Okay, kommt, der Tunnel ist gleich hier. Zum Glück ist niemand mehr aufgetaucht. Der Einiger hat ein Eindringen geortet. Ausschwärmen! Wir werden es eindämmen. Das ist Ihr Wille. Bewegung. Es sind zu viele. Ins Loch. Springt! Ich verstehe immer noch nicht, warum du damals der Kleinen nachgesprungen bist. Das kommt in die Top 10 deiner dümmsten Aktion. Du hättest sehen sollen, wie besorgt er war. Hey, Startyp war unser Ticket für den Captain. Ich hatte Angst, sein Tod würde unsere Gefängnisstrafe verlängern. Es war herzallerliebst. Ich hasse euch alle. So, Groot. Okay, Groot. Ich glaube, ich kenne mich jetzt aus. Wir müssen nur in die Tunnel auf der anderen Seite da. Ich bin Groot. Ich bin ziemlich sicher, der Weg stimmt. Ziemlich sicher? Letztes Mal stand alles in Flammen. Dafür kann ich sorgen. Nein, Rocket, nein. Ist das nicht ein Teil von dem alten Schiff des Reinigers? Reiniger. Na, von mir aus. Als wir verhaftet wurden, sagten sie, sie hätten Raker für dasselbe Vergehen verhaftet. Na, nicht exakt dasselbe. Er war in der Quarantänezone auf Plünderzug. Warum ist das nicht dasselbe? Vergesst Raker. Unser Hauptaugenmerk liegt jetzt darauf, Nikki zu finden. Deins vielleicht. Meins lautet, auf diesem blöden Schiff nicht zu sterben. Der Hund will, dass wir Centurion Corell finden. Genau. Also machen wir Multitasking. Mir war nicht klar, dass du und das Mädchen so tief gestürzt seid, Peter Quill. Ich bin nicht gestürzt. Ich bin gesprungen. Heldenhaft. Hm. Gamora, kannst du uns hier vielleicht helfen? Okay. Gibt's Groot? Neue Ideen dazu, was der übergroße Staubsauger auf Contraxia tatsächlich macht? Einige, aber keine guten. Also, wir sind uns einig, dass der Captain und ihr Kind wahrscheinlich tot sind, richtig? Corell hat den Krieg überlebt. Und eine Beziehung mit Peter. Ich würde trotzdem wetten, dass sie das hier nicht überlebt haben. Du würdest darauf wetten, ob eine Mutter und ihr Kind tot sind oder nicht? Und wenn nur einer tot ist? Nikki ist eines der einfallsreichsten Kinder, die ich je getroffen habe. Und Corell ist eine Kriegerin. Ich würde jederzeit auf die beiden wetten. Werd nicht frech, Quill. Nur weil du die Wette in der Quarantänezone gewonnen hast. Ja. Sei vorsichtig, Peter Quill. Oh. Ja. Da fliegen definitiv mehr Funken als beim letzten Mal. Pass auf, dass das Kind sich mit dem Gesicht nach oben irgendwo rumtreibt. Das funktioniert. Gamora? Und Gamora? Jetzt kann uns der Boden nicht mehr töten. Ich sage, kein Problem. Okay, definitiv kein Anzeichen von Nikki oder Corell. Neues Outfit. Ich finde, das sind gute Neuigkeiten. Ah, für Gamora. Auch das vom Nova Call. Naja. Die sehen dann nicht so geil aus, die Outfits. Oh, Vorsicht! Alles in Ordnung? Ich bin Groot. Groot sagt, wir sollten über Fluchtpläne nachdenken. Ich bin Groot. Der Fluchtplan lautet, Cosmo anzurufen, nachdem wir die Antworten haben, die wir brauchen. Die du brauchst vielleicht. Du hast nicht zufällig Nikki gesehen? Moment. Was? Geht's dir gut, Peter? Das ist einer von Nikkis Robotern. Sie gibt ihm Namen und kümmert sich um sie, oder so. Er sieht nicht aus, als hätte sich jemand um ihn gekümmert.
Hammer kleiner Roboter. Ich habe nicht den Eindruck, dass es hier sicher ist, Peter Quill. Besser als beschossen zu werden. Ach, sprich für dich selbst. Willst du lieber beschossen werden? Ich schieße lieber auf jemanden, den ich nicht mag, als jemanden zu suchen, der mir egal ist. Peter Quill ist es nicht gleichgültig, also tun wir so, als ginge es uns genauso. Ich bin Groot. Natürlich ist es das. Na, komm schon. So. Upgrades verfügbar. Okay. Ich brauche eine Werkbank. Vorsicht, Peter Quill. Okay, ich erinnere mich nicht daran, dass dieses grüne Gas das letzte Mal auch hier war. Ich denke, du meinst das tödliche grüne Gas. Das ganze Schiff ist jetzt eine Todesfalle. Es gibt sicher einen Weg, diese Rohre zu entglotzen. Das will ich auch hoffen. Denn da gehe ich auf keinen Fall durch. Was ist mit deiner magischen Eiswaffe, Peter Quill? Oh. Da sinnierst du gern, während die Raketen die Distanz des Todes verraten kann. Herrlich. So, Problem vereist. Okay, der war schlecht. Sogar für dich. Oh. Die Anspannung ist spürbar. Oh. Könnt ihr zwei das bitte endlich beilegen? Ja, Erdgas übertragt einen Kampf bis zum Tod aus. Ich bin nicht derjenige, der ständig dieses Team sabotiert. Du bist doch gegangen. Aus Frust über Quills Mangel an Führungsqualitäten. Ihr seht... Rocket, ich weiß, ich bin manchmal ein Arsch. Manchmal sind wir das alle. Wahrscheinlich sind wir deshalb auch zusammengekommen. Ich bin kein Arsch. So. Wichtig ist, dass mir an uns was liegt. Aber im Moment sind nicht wir in höchster Gefahr. Und Niki ist nur ein Kind, Mann. Solange wir uns einig sind, dass du ein Arsch bist. Völlig einig. Wie kriegt man da die Tür auf, ey? Da sind Komponenten drin, die will ich haben. Man da bitte reinkommen, ey. Nee. Scheiß Tür. Es rumpelt noch immer. Armes Contraxia. Scheiß Tür, ey. Na gut. Sicher, dass das der richtige Weg ist, Peter Quill? Offensichtlich nicht. Ich ermittle. Hier, das ist definitiv der richtige Weg. Die Markierungen sagen etwas anderes. Ganz genau. Ich hab hier so, Arbeit für eine Klinge. Kein Problem. Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist? Halt einfach die Augen offen. Du weißt, Peter, falls Niki und Coel wirklich... Sind sie nicht. Ich meine, wir sollten auf alles vorbereitet sein. Sie sind es nicht. Wo zum Schlag geht er jetzt wieder hin? Er sucht nach Hinweisen, denke ich. Okay. So. Ah! Jetzt sind wir hier, wo der Tüdeffekt ist. So kommt man da hin. Okay. Hast du was für den Hundebericht gefunden? Nein, nichts Hundeberichtwürdiges. Sehr schön. Und immer noch nichts von Niki oder Corell. Haben wir die Komponenten auch eingesammelt. Sehr, sehr schön. Das werde ich mir merken.
Ideen dazu, was der übergroße Staubsauger auf Contraxia tatsächlich macht? Einige, aber keine guten. Abschließen. So. Geht doch. Na, Groot. So. Haben wir die Komponenten auch eingesammelt, ey. Und weiter geht's. Zu Nickys Geheimversteck geht's hier durch. Ich dachte, wir gehen zum Büro des Captains. Das tun wir auch, sobald wir hier nachgesehen haben. Versucht nichts kaputt zu machen. Dieser Ort bedeutet ihr viel. Oh, wow. Hat Nicky das alles gemalt? Ziemlich cool, oder? Nicky? Kleine, zeig dich! Versuch's mal weniger furchteinflößend. Ich bin's, Peter! Der Pirat! Nicky! Wir wollen dich! Ich wusste, den kann ich brauchen. Ja, hast du einen Nova-Generalschlüssel? Oh! Jetzt können wir hier in das Zimmer rein. Cool. Vorsicht, Peter Quill. Nach meiner Erfahrung verminen Kinder häufig ihre Spielsachen. Der gehört nicht, Nicky, das ist meiner. Ach, wir bedienen uns an ihrem Zeug. Wenn das so ist, dann nehme ich... Nein, ich meine, der gehörte früher wirklich mal mir. Quill, das musst du dir ansehen. Die Kleine vergöttert dich. Aber wie kommt sie an dein Spielzeug? Als wir damals im Krieg zusammen waren, habe ich den Corell geschenkt. Zur Erinnerung. Hat nichts zu bedeuten. Hat das hier was zu bedeuten? Wie alt ist dieses Kind? 12. Ha! Gratuliere, Peter Quill. Du wirst mal ein miserabler Vater. Es sei denn, das Kind ist tot. In dem Fall spielt es keine Rolle. Moment mal. Hast du uns deshalb hierher geschleppt? Eindeutig. Das Kind ist 12 und vor 12 Jahren waren Quill und ihre Mutter ein Paar. 1 und 1 ist 2. Ja, okay. Zeitlich käme das schon irgendwie hin. Es wäre also durchaus möglich. An Kinder denkt man in dem Moment nicht. Inspirierend. Okay, es geht jetzt erstmal darum, ob es Corell und Nicky gut geht. Hier sind sie nicht, also lasst uns einfach weitersuchen. Oh, was haben wir denn hier? Findet es noch jemand komisch, dass wieder was zum Lesen. So viele Gedanken. Peter Quill ist ihr Vater. Es ist seine Cadet Pflicht, Gold. Könnte er es wirklich sein? Ich hatte etwas völlig anderes erwartet. Ist das gut oder schlecht? Er ist nicht wie andere Erwachsene. Das heißt, irgendwie schon, aber dann ist er wieder ein großes, dummes Kind. Ihm haben meine Kunstwerke gefallen. Ziehen sich alle Tyranner so an? Und wenn ja, warum? Mom wird nicht über ihn reden. Sie sagt, ich soll vergessen, dass ich ihn nie getroffen habe. Umso mehr Grund, tiefer zu bohren. Peter Quill ist ihr Vater. Sie ist ziemlich sicher nicht hier, Quill. Ich glaube, er verarbeitet noch. Ich find's immer noch Wahnsinn, wie gut sie mit dem ganzen Tech-Zeug umgehen kann. Naja, ich könnte's besser. Ja, aber sie ist 12. Und ich bin 15. Draufstarren ändert nicht, was da steht. Da steht überhaupt nichts. Das sind nur die Fantasien eines verwirrten Kindes. Eines verwirrten Kindes? So redet man nicht über seine Tochter. Nicky war wohl kein großer Scroll-Fan. Nenn mir auch nur einen Scroll-Fan. Das ist doch ein Scroll. Stimmt. Alter, wie geil. Einfach mal ein Bild von einem Scroll. Ich habe eine Werkbank. Keine schlechte Werkbank für ein Kind. Nicky hätte bestimmt nichts dagegen, wenn wir sie benutzen. Was sagst Direkt du dazu, Sachen verbessern. Mir wäre es sogar egal, wenn sie was dagegen hätte. Ist ja nicht mehr viel, ey. Holen wir uns einfach das hier. Okay, es gehört dir. Dann noch. Und dann das. Kleines Wunder hergestellt.
Und das war's auch schon. Okay. Okay, wo waren wir? Wir haben dir zur Vaterschaft gratuliert. Drei Sachen fehlen noch, dann haben wir alles. Nice. Okay. Zu Corells Büro müsste es durch die Rohre links gehen. Ja, ich sehe eine Öffnung. Auf der Innenseite könnte ein Riegel sein. Du gestattest, Stardad. Sehr lustig. Jungs, könntet ihr mit den Späßen aufhören? Wir wissen immer noch nicht, ob es ihnen gut geht. Ich kann gleichzeitig besorgt sein und über dich lachen, Peter Quill. Dito. Rocket? 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 Nee. Ha! Gut. Dann nicht. Ich muss zugeben, Quill, das Kind hat eine beeindruckende Anlage gebastelt, wie sie ihr Terminal an das Notstromnetz angeschlossen hat. Hab doch gesagt, sie ist ein kluges Kind. Muss nochmal zurück. Vielleicht hat Peter Quill dieses Kind doch nicht gezeugt. Ja, das sehe ich auch so. Sie ist einfach nicht doof genug. Vielleicht schlägt sie ja komplett nach der Mutter. Aber sie müsste doch wenigstens ein bisschen Dummheit zeigen. Na komm, Groot. Vielleicht tritt das erst später zutage. Hey, Quill. Nein, ich kann nicht mehr zurück. Du bist dann mit der Zeit dümmer geworden. Nein. Er ignoriert uns. Scheißendreck. Scheiße. Oh. Da rechts war doch was. Oder links? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war dein Gang. Wir müssen dir wirklich was zu essen besorgen. Ach, verdammt. Scheiße. Hatten wir das hier schon? Dringende Quarantänewarnung. Xander Waldmind. Wir senden diese Nacht an jedem Helm, jedes Terminal und jedes persönliche Gerät des Nova Corps, um sicher zu sein, dass alle Corps-Soldaten informiert sind. Tragen Sie bitte dazu bei, die Nachricht zu verbreiten. Wir haben nach den aktuellen Ereignissen auf der Halle Hope und der Rockstation beide Einrichtungen unter Quarantäne gestellt. Der Kontakt mit kürzlich dort stationierten Personen ist strikt untersagt. Reagieren Sie nicht auf Funksprüche, Notsignale oder direkte Bitten um Hilfe, bis wir die Lage vollständig analysiert haben. Wir glauben, dass ein psychologischer Angriff auf das Nova Corps stattgefunden hat, kennen aber die dabei angewandte Methodik noch nicht. Es ist unklar, ob eine Verbreitung von Person zu Person möglich ist, aber wir wissen, dass es sich schnell ausbreitet. Wir müssen uns bis auf Weiteres selbst isolieren, um weitere Infektionen zu verhindern. Ah, Mann, ey, das kotzt mich jetzt richtig an, dass ich nicht nochmal zurückgehen kann. Mann, scheiße, ey. Scheiße. Den ich mit Corell und Nikki benutzt habe. Mit etwas Glück sind sie vielleicht gerade auf dem Weg nach unten. Wann hatten wir schon jemals Glück? Na gut. Wie so viel dazu, dass wir hier deine Freunde haben? Es war eh unwahrscheinlich. Ich weiß nur, dass ich diesen Aufzug langsam wirklich hasse. Bam. Ah, da muss Blitzen auf dem Typen. Aber ich habe ein ganz mieses Gefühl wegen Corell und Nicky. Und erstmal den mit Eis ausschalten. Ich habe ein mieses Gefühl wegen uns. Ich hab die Bedrohung nicht richtig. Kehr zurück ins Gefecht. Freund und Helfer. Wieder ein durchgeschwindter Nova Corps-Soldat am Boden. Okay, jemand verwundet. Was denn? Packst du jetzt etwa die Vatergefühle aus? Uns geht's gut, Peter. Wir wissen, wie man kämpft. Ich weiß. Es ist nur... Wir finden Sie. Keine Sorge. Okay, da geht's weiter. Moment. Ja, wir müssen einfach nur rauf. Hier geht's nicht durch. Aber hier geht's lang. Hundebericht. Hier kann man noch lang. Wir haben uns verlaufen. Mehr tödliches Gas. Oh ja, er schindet definitiv Zeit. Was erwartest du? Er hat die emotionale Reichweite zu zweit. Reden wir von Peter Quill? Offensichtlich. Ihr solltet wissen, dass ich emotional super erwachsen bin. Alter. Mir ist klar, dass du gerade einen Traum mit tödlichem Gas der Konfrontation mit deiner Angst vor der Vaterschaft vorgezogen hast. Nein! Hör auf, mich zu analysieren. Hundebericht. Hier gibt es nichts für den Hundebericht. Vielleicht sollten wir einfach jemanden nach dem Weg fragen. Ich bin gut. Hey, ich kann durchaus um Hilfe bitten. Hilf mir, diese blöde Mission abzuschließen.
da, siehst du? Nächster Halt, Corells Büro. Komm schon, gib's einfach zu, Quill. Du wärst gerade richtig panisch. Diese ganze Versager-Dad-Sache muss dir ziemlich zusetzen. Manche brauchen viele Jahre, um wirklich elterliche Verantwortung übernehmen zu können. Nichts davon ändert, wer ich bin. Ich bleib cool wie eine Eisblume. Ich bin... Groot sagt, alle Eisblumen, die er so kennt, sind innerlich voller Angst. Na gut. Okay, das sieht nicht gut aus. Hier fand ein Kampf statt. Ja, genau darauf habe ich reagiert. Ich reagiere auf meine Art darauf. Das sieht nicht gut aus, Peter. Wir wissen nur, dass hier gekämpft wurde. Wir wissen nicht, wer gesiegt hat. Glaub schon, dass ich's weiß. Oh mein Gott. Wo ist jetzt dieses Büro, Quill? Es muss hier irgendwo sein. Beim letzten Mal herrschte nicht so ein Chaos. Folge im Zweifel den Gestank des Todes. So. Geht doch. Ich habe den Weg bezwungen. So. Okay. Geht jetzt da lang weiter oder da lang? Ich gehe erstmal. Ich habe nachgedacht. Gucken. Auf Keteth ist es üblich, neue Felder in einem Fluss aus Blut zu baden. Zum Glück für Peter sind wir nicht auf Keteth. Kraftdemonstration, Drax! Sehr schön. So. Direkt wieder ein Upgrade verfügbar. Läuft doch. Mir ist gerade was klar geworden. Niki ist eine Tech-Expertin, kennt sich auf dem Schiff aus, passt in enge Räume. Wage nicht, diesen Satz zu beenden. Und sie scheint sich gut mit Peter zu verstehen. Viel Glück dabei, mich durch ein totes Kind zu ersetzen. Ich will aber Rocket nicht ersetzen. Nee. Geht ja mal gar nicht. Hallo? Corell? Rocket kann man nicht ersetzen. Sieht leer aus. Fühlt sich leer an. Vielleicht verstecken sie sich. Waren da schon immer seltsame Schriftzeichen an der Wand? Ich werde versuchen, in ihren Computer zu kommen. Ich will meine Strafakte löschen. Rocket! Ein Witz, ich greife auf ihre Logs zu. Wollt ihr wissen, was hier passiert ist oder nicht? Okay. Der Rest von uns sieht sich um. Vielleicht haben sie einen Hinweis hinterlassen oder so. Hier kann man nicht durch. Mit Rocket können wir reden. Und das tue ich auch. Bist du schon drin? Das Ding ist gut gesichert. Ich brauche Zeit. Okay, sag Bescheid. Okay. Niki? Klare Anzeichen eines Kampfes, Peter Quill. Ja, das sieht nicht gut aus. Ah, lecker. Da geht's rein und da geht's rein. Hier könnte schon das richtige Zimmer sein. Und das ist auch so. Okay. Gut. Dann erstmal hier. Die Ähnlichkeit ist unheimlich. Sie sieht überhaupt nicht aus wie ich. Sie ist blau. Außerdem, warum sollte Corell mir das nicht einfach sagen? Um ihre Tochter zu schützen, mit mir zu kopulieren, war gemäß der Cree-Reinheitsgesetze ein Kapitalverbrechen. Die gibt's doch nicht wirklich, oder? Als Corell sagte, wir sollten das nicht tun. Wow. Es ist doch was. Was ist das? Zum Lesen. So eine Art Drohung? Bevorstehender Besuch der Anklägerin. Cree rate ein Reinheit. Wie Sie alle wissen, wird die Anklägerin im nächsten Zyklus ihren Diplomatenbesuch auf der Halos-Hof durchführen, um über die Beteiligung des Rats der Cree am Wiederaufbau zu sprechen. Das ist allerdings nicht ihre einzige Aufgabe auf der Station. Alle Cree, die derzeit im Nova Corps dienen, haben sich zum mitgeteilten Termin für ein Verhör durch die Anklägerin einzufinden. Sie müssen möglicherweise Unterlagen zu ihrem Stammbaum und aktuelle medizinische Testergebnisse beibringen. Nicht die vom Nova Corps, sondern von einem
zertifizierten Kree-Arzt von der Liste des Rats der Reinheit. Falls sie Kinder haben, die aktuell bei ihnen leben können, auch diese befragt werden. Ein Nichterscheinen zum Termin wird nicht toleriert. Die Anklägerin kommt gerne direkt an ihren Arbeitsplatz und begleitet sie dann in einen Verhörraum. Seien Sie pünktlich. Das muss Corells erstes Kind sein. Ich weiß noch, sie hat oft von ihm gesprochen. Er war auf Hala, stimmt? Als die Schütze. Ja. Ihr Kind und ihr Mann. Das erklärt, warum sie im Krieg so furchtlos war. Sie hatte nichts zu verlieren. Ah. Hier haben wir noch das Bild. Corell hatte echtes künstlerisches Talent. Sie war die einzige Kree, die ich kannte, die gemalt und musiziert hat. Ich habe das früher für eine Schwäche gehalten, aber... Nein, es ist eine Stärke. Es ist definitiv eine Stärke. Okay, das Bild haben wir gerade gemacht. Hier haben wir gemacht. Das haben wir gelesen. Ist hier sonst noch was? Oh, hier ist noch was. Das ist ja mal beachtlich. Für tapferen Heldenmut gegen unerbittliche Tyrannei. Das ist die höchste Auszeichnung, die die Kree vergeben. Warum hab ich sowas nie gekriegt? Ich war auch ein Held. Du bist kein Kree. Ja, Peter. Du bist nur ein normaler Mensch. Okay. Alles abgecheckt hier in dem Raum. Nickys Ausweis. Aber irgendwas daran ist komisch. Was meinst du mit komisch? Ich weiß nicht. Als wäre er markiert oder so. Keine Ahnung. Steht das Geburtsdatum des Mädchens auf diesem Dokument? Passt es zur Schwangerschaftsdauer der Kree? Woher soll ich das wissen? Okay, ich bin okay, okay, okay. Das hast du gefunden! Komm her, dann zeige ich dir. Oh, wow! Die Kree haben Comics? Das wundert mich. Der Rat der Kree ist sehr streng, was die Freigabe von Unterhaltungsmedien angeht. Dann könnte das vielleicht super wertvoll sein? Von wie wertvoll reden wir? Hey, Quill, willst du das jetzt sehen oder nicht? Ja, Rocket, warte doch mal. Ich komm doch gleich, Mensch. Mamma mia. Hier haben wir noch was. Hm, eine Art Färbemaschine? Ist es normal, dass Kree sich die Haare färben? Nur wenn sie etwas zu verbergen haben. Hm. Okay. Dann war's das. Gut. Auf geht's zu Rocket. Was sehe ich mir da gerade an? Nichts. Sie ist der Captain. Captains führen Logbücher. Führst du eins? Ich versuche dir zu sagen, dass sie weg sind. Alle. Als hätte das Worldmind sich schwerst Mühe gegeben, alles zu trennen. Hast du's mal aus- und eingeschaltet? Was ist mit Backups? Hat nicht jedes Nova-Schiff einen zentralen Speicher oder sowas? Ein Nexus-Mainframe, ja. Wenn irgendwo Geister im System sind, dann da. Ich weise das kategorisch zurück. Keine echten Geister, Drax. Er spricht von Daten. Oder? Ja, aber dann müssten wir direkt auf den Nexus zugreifen. Das hieße, wir müssen zur Brücke. Wir gehen erst, wenn wir wissen, was passiert ist. Also zur Operationszentrale. Dem Schiffsplan zufolge geht's direkt hier durch zur Brücke. Auf geht's, begib dich zur Brücke. Hundebericht! Da unten ist einer der Priester, oder? Okay, dann steckt also die Kirche wirklich. Oh, shit! Na, vergesst es! Ich bin weg! Nicht bewegt! Was zum... Hundebericht! Wir werden angegriffen! Ein neuer Gegner! Riesenroboter! Von einem seltsamen Riesenroboter-Priester! Ja, das ist definitiv...
definitiv einen Hundebericht werden. So wird das gemacht. Mal den Handler einsetzen. Auch wenn es unnötig ist. Es ist ja nur ein Gegner, aber egal, scheiß drauf. Lang habe ich einen Sieg wie diesen herbeigesehen, Peter Quill. Trete zurück, damit ich sie allein beenden kann. Nein. Falls jemand diesen Kampf allein gewinnt, dann bin ich das mit meiner Klinge. Leute, was soll das Gerede vom Solo-Kampf? Wir sind ein Team. Wir kämpfen gemeinsam besser. Denn da draußen gilt einer für alle und alle für einen. Und genau so werden wir diesmal siegen. Wer ist dabei? Heute bin ich der Zerstörer. Jawohl. Ja, schön. Die richtige Auswahl getroffen. Für den Hundebericht wäre ich für Roboterpriester anstatt Priesterroboter. Roboterpriester klingt besser. Schmerz! Kennt jemand die Zeichen auf diesem Ding? Ich bin gerade etwas mehr mit den herumballenden Lasern beschäftigt. Trax, tritt ihn in den... Das ist deine Schuld, Gamora! Ich dachte schon gefragt. Ist das das Ding, mit dem das ganze Nova-Korps verrückt geworden ist? Es gibt immer noch so viel, das wir nicht wissen. Wir müssen zum Nexus. Ich finde es viel befriedigender, auf Fleisch zu schlagen. Ich weiß nicht, aber wir setzen den Uhr definitiv zu. Letzte Bestellung! Dann sind wir also alle der Ansicht, dass Rakers Kirche darin verwickelt ist? Der riesige Priester bestätigt das ganz eindeutig. Wir müssen den Punkt von dem Priester berichten. Roboter Priester! Ich bin Groot. Groot sagt, der Köter antwortet nicht. Versuch's weiter. Wir anderen versuchen, einen Weg hier rauszufinden. Wirklich? Das ist der Serverraum, richtig? Und Server bedeuten das. Ich kann nicht einfach Server an meinen Schädel anschließen. Ich brauche ein zentrales Terminal. Du hast gesagt, die Brücke ist auf der anderen Seite des Ganges da. Wir müssen also nur rüber und dann rauf. Irgendwie. Und? Wie kommen wir rüber? Wieder ist der mit dem Visor. Außer er macht ihn kaputt. Hab ich nicht. Das ist die Lösung. Gut gemacht, ja. Peter Quill. Ich bin Groot. Woher soll ich wissen, warum der Köter nicht antwortet? Versuch's weiter. Okay. Vielleicht hätten wir den Roboterpriester verhören sollen. Ja, wenn die... Okay, laut der Karte, die ich gesehen habe, müsste der Nexus direkt über uns sein. Soll ich den Nager wieder werfen? Nein! Also wirklich? Okay, sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Da sind Mann, Komponenten, was würde ich die geben, will ich haben. Um in einige dieser Server reinzukommen. Die ich dachte, will das ich wäre haben. Der Plan. Der Plan ist, zur Brücke zu gelangen und zu hoffen, dass jemand den Nexus offen gelassen hat. Okay, das war nicht so gut. Wie soll ich denn da? Wir sind auf einen starken neuen Feind gestoßen, aber noch nicht auf Geister. Er meinte keine echten Geister. Geister im System. Datenreste. Ach, lass ihn. Soll er denken, da wären Geister. Wie soll ich denn da rankommen? Die Ladezeiten. Komm schon! Wir müssen dem Hund von dem Priester berichten. Roboter auch ernsthaft? Ich bin Groot. Groot sagt, der Köter antwortet nicht. Versuch's weiter. Das ist die Lösung. Gut gemacht, Peter Quill. Ich bin Groot. Woher soll ich wissen, warum der Köter nicht antwortet? Versuch's weiter. Wie
soll ich denn da rankommen, ey? Okay, laut der Karte, die ich gesehen habe, müsste der Nexus direkt über uns sein. Wie soll ich da bitte soll ich rankommen? Den Nein, also wirklich. Okay, sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Wie soll ich da bitte rankommen, Alter? Schon komisch, oder? Dass der Kontakt zum World Mine komplett abgebrochen sein soll? Sehr komisch. Vielleicht fällt es ein. Einfach so. Von allen Wörtern, die du hättest sagen können, einfach da vorbeilaufen. Ich bin so ein Vollidiot. Einfach hier durchlaufen. Na gut. Weiter geht's. Was würde ich geben, um in einige dieser Server reinzukommen? Ich dachte, das wäre der Plan. Der Plan ist, zur Brücke zu gelangen und zu hoffen, dass jemand den Nexus offen gelassen hat. In der Ecke, da ist ein offenes Kontrollfeld nach oben. So. Und das hätte sich vermeiden lassen, hätte der Nager nicht das Glas zerbrochen. Dafür gibst du ihm die Schuld? Sein Rumgehüpfe hat das endgültige Bersten verursacht. Und dein Riesenbauch war für die ersten 50 Risse zuständig. Leute, es war bestimmt bereits angeknackst. Hey, Groot! Hattest du schon Glück mit Cosmo? Ich bin Groot. Nee, immer noch nicht. Der Empfang wird wahrscheinlich besser, sobald wir auf der Brücke sind. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Da geht's weiter. Hundebericht. Okay, wir sind auf einen starken neuen Feind gestoßen, aber noch nicht auf Geister. Er meinte keine echten Geister. Geister im System. Datenreste. Ach, lass ihn. Soll er denken, da wären Geister. Wir sind da, die Kommandozentrale. Dann müsste das Nexus-Kontrollterminal sein. Daumen drücken, dass wir was Nützliches finden. Ich denke, die Ehre gebührt dir, Quill. Das sieht ja gar nicht ähnlich. Wahrscheinlich vermutet er eine Sprengfalle am Nexus. Ah, das würde es erklären. Hey, ich will nicht unbedingt wissen, was passiert ist. Quill soll selbst nachsehen. Oh, was haben wir denn hier? Ja, ich... Ich frage mich... Zugangscode... 1961. Warum greift Peter Quill nicht auf den Nexus zu? Weil er Angst vor Geistern hat. Was ist das? Zykluserinnerungen. Por-Ed. Aufgaben. Bericht über Explosion im Andockbereich fertigstellen. Erledigt. Terminplan für Gefahren. Materialschuh erstellen. Erledigt. Arrestberichte prüfen. QZ läuft, offene Haftbefehle vergleichen, Meeting, AW, anstehende Milianer Prüfung für Denarian E-Log 0663, Terminplan, Ballistikausbildung für Korpssoldaten erstellen, Glaube an dich läuft, scheitert, vergiss nicht etwas zu essen. Was gefunden? Nur ein paar persönliche Logs. Okay. Groot fragt, ob die Ursache für Quills Zögern seine Angst vor elterlicher Verantwortung ist. Offensichtlich. Eindeutig. Nein! Ah, ein Bild. Okay. Hundebericht. Wir haben die Kommandozentrale erreicht, aber Peter Quill weigert sich, auf den Nexus zuzugreifen. Nett, das ist ein beeindruckender Schnurrbart. Corells Dienstnummer ist 0001. Wie konnte sie die Erste sein? Das World Mind hat nach dem Galaktischen Krieg alle Nova-IDs zurückgesetzt. Rocket, mach's einfach selbst. Nee, normale Computer sind eine Sache, aber ich hinterlasse keine. Können wir noch was zum Lesen? Wieder ein Zugangscode. Goldene Schatten, Centurion, Carlos. Ich versuche mal etwas anderes. Sag mir, was du davon hältst. Carlos vergewisserte sich, dass seine Bürotür verschlossen war. Er zog die Jalousien an seinem Fenster herunter, setzte sich an seinen Schreibtisch und fragte sich, wie viel Wahrheit in dieser Geschichte steckte. Die Klientin war ziemlich überzeugend, aber das sind die meisten Lügner. Dennoch war bestimmt etwas daran. Er klopfte mit den Fingern auf der Fallakte, öffnete sich aber
nicht. Er stand auf und ging zum Waschbecken, betrachtete sich selbst im Spiegel, zog eine Grimasse und wendete sich ab. Sie hatte ihm zu viel Geld für einen zu kleinen Job angeboten. Es passte nicht zusammen. Irgendwas daran nagte an ihm. Er ging zurück zur Akte, schaltete das Licht ein und ging sorgfältig die Seiten durch. Da, eine Prägung auf der Rückseite des Fotos, eine Zahl. 0025, vielleicht eine Kombination, eine Kontaktnummer. Er lief hinaus, wenn er sich beeilte, konnte er die Klientin vielleicht noch beschatten. Möglicherweise kam er dann weiter. Hast du nützliche Informationen gefunden? Naja, irgendwie schon. Ich bin Brooke. Vielleicht hat er Angst rauszufinden, dass sie tot sind, aber ich weiß es nicht. Hier ist noch was. Wozu die wohl gut ist? Zu nichts Sinnvollem würde ich vermuten. Das Novacorn ist ein aufgeblasener Verwaltungsmist. Wahrscheinlich brauchst du eine Karte, wenn du aufs Klo willst. Ich bin Brooke. Nein, das klingt nicht nach einer guten Idee. Jeder sollte die Freiheit haben, jederzeit und überall zu pinkeln. Ich hab doch gesagt, er ist ein Monster. Okay, Hundebericht. Wir haben die Kommandozentrale erreicht, aber Peter Quill weigert sich, auf den Nexus zuzugreifen. Noch ein Zugangscode gefunden. Werden wir vielleicht eine Zugangsnummer brauchen? Könnte sein. Das wissen wir, sobald du auf das Ding zugreifst. Rocket, mach's einfach selbst. Nee, normale Computer sind eine Sache, aber ich hinterlasse keine Fingerabdrücke auf einem Nexus-Terminal. Okay. Vielleicht hat er Angst rauszufinden, dass sie tot sind, aber ich weiß es nicht. Freunde, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder fürs Erste mit Marvels Guardians of the Galaxy. Aber Peter Quill weigert sich, auf den Nexus zuzugreifen. Haut rein, Zuckerboy, Game over. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen, aktiviert die Glocke. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Zuckerboy, Game over. Ciao.